Jo, 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 guten Morgen, guten Abend. Wie ich schon seit Jahrzehnten aktiv mich einbringe, auch jetzt wieder für Soziales, für mehr Menschlichkeit, für mehr Respekt untereinander und auch Toleranz, eben auch Verstand und Bildung, was ich eben auch immer wieder anprangere, was eben ich hier auch als Deutscher eben gerade in Deutschland anprangere. Ja, weil es geht mir hier um meine Heimat, ja, eben als Deutscher, und da merkt man schon seit Jahrzehnten, ja, das ist nicht nur aktuell oder seit gestern, sondern seit Jahrzehnten läuft einiges in der sozialen Bildung, ja, und auf den sozialen Verhaltensweg falsch, und es fehlt auch in der Schule, wie ich es immer wieder anprangere, Begebenheiten der sozialen Bildung und der sozialen Verstandsgabe, dass eben auch Soziales weitergegeben wird an nächste Generationen und an Kinder. Teilweise eben auch Lehrer sind gar nicht sozial in der Lage oder sind selbst nicht sozial genug, um überhaupt selbst Sozialbewusstsein zu verstehen oder eben weitergeben zu können. Das mängel ich auch nicht nur den Lehrern an, sondern auch den Elternhäusern, die auch immer alles hin und her schieben. Die Elternhäuser sagen ja, die Lehrer sind schuld. Die Lehrer sagen ja, die Eltern sind schuld, ja, oder eben andere Erziehungsberechtigte. Es gibt hier in unserer schönen sozialen Demokratie Deutschland Gesetze. Gesetze, die auch soziale Richtlinien mit beinhalten. Wie zum Beispiel auch eben die soziale Pflicht für Erziehungsberechtigte. Darunter fallen eben Eltern und Lehrer. Genauso wie auch eben andere Erziehungsberechtigte eine soziale Bildungspflicht haben. Was eben seit Jahrzehnten total vernachlässigt wird. Ja, alles ist nur noch eine rosarote Welt, in der man wegschaut, in der man schweigt, in der man die Ohren verschließt und nichts mehr aussagt. Ja, auch nicht mehr hinschaut. Sinnbildlich wie die drei Affen, ja, und sein Gehirn auch noch abschaltet und nur noch irgendwelchen Medien und Werbungen folgt und nicht wirklich die reale Welt mehr greift. Ja, weil das ganze Materielle ist nur vom Menschen geschaffen. Ja, diese ganze materielle Welt mit dem Geld und sowas, das ist alles von Menschen geschaffen, ja, teilweise eine Handelsperspektive zu haben. Ja. Ist soweit auch gut. Ich habe auch nichts unbedingt gegen eine wirtschaftliche Einstellung des Materialismus oder eben, dass es halt gewisses Geld gibt als Währungsmittel eben, wenn man es auch so sieht. Aber das passiert ja eben nicht. In der Welt wird Währung als Kapital dann angelegt. Es wird gesammelt, es wird gespeichert an einzelne Personen oder in einzelnen Firmen, an einzelnen Unternehmen. Was praktisch aber ja aus dem Wohl aller rausgezogen wird. Ja. Weil wie gesagt, es sollte normalerweise als Handelswährung dienen. Und wenn es so gegeben ist, dann hat es nicht als, ja, als Wertspeicherung irgendwo, ja, zu ruhen. Ja. Sondern soll im Fluss bleiben. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Es gibt viele Aspekte, die ich hier im sozialen Bereich eben angehen kann, wo im Sozialen viel schief läuft. Meine, man kann sich auch über mich lustig machen, ja. Eben auch über meine Behinderung und alles. Da stehe ich drüber, da stehe ich auch gegen, ja, mit jedem Recht. Stehe ich aber auch eben drüber, weil ich sage mir, das, was ich teilweise als eingeschränkter Mensch im Leben schon geleistet habe und immer noch leiste und bringe, eben gerade auch für soziales Einbringen, für soziales Miteinander, für Menschlichkeit und eben Würde, kostet eben auch Energie und Kraft und auch eben Zeit, auch eben diese Videos zu machen, oder eben auch die Grafik, die ich hier im Hintergrund habe. Ja, ist jetzt nicht eine hohe Höchstleistung, das sage ich auch gar nicht, aber es ist halt, dass dort Zeit drin steckt, meine Zeit, eben auch
meine Gedanken, meine Kreativität und eben das bringe ich auch zur Geltung und das stelle ich auch in den Raum. Ja, es geht mir auch eben darum mit, dass es eben auch um Individualität geht. Ja, es geht nicht blind darum, dass blind eine Masse ein blindes, dummes Massenrecht hat. Das gibt es nicht, ja. Eine Masse hat kein Recht zu sagen, wir sind die Masse, andere haben keine Rechte. Dafür haben wir eben eine soziale Demokratie und keine beschissene Diktatur hier, wo sich irgendeine beschissene Masse über andere stellt, ja. Sondern wir haben hier auch das Recht der Individualität. Ich als Individuum kann eben auch meine Rechte verwirklichen, meine Freiheit verwirklichen. Ja, und das zählt auch eben für jedes Kind, für jede Frau, für jeden Mann, ja, auch für jeden Schwulen, für jede Lesbe, für jeden Transvestiten, eben aber auch für den Hetero, ja. Und man muss eben lernen, in dieser Gesellschaft, in der wir leben, finde ich, in der heutigen Zeit, sollte man es auch verstehen, dass man eben respektvoll miteinander umgeht, mit Würde, ja. Und dass es ansonsten eben auch Konsequenzen hat, eben Reaktionen hat. Ja, und Reaktionen kann man auch zu Recht haben, wenn ich angegriffen werde. Wenn ich angegriffen werde, ja. Meine Persönlichkeit, meine Person, mein Glaube, meine Behinderung, ja, dann habe ich jedes Recht, eben als Individuum mich auch zu wehren. Ja, auch eben meine Würde zu verteidigen, meinen Glauben zu verteidigen. Oder eben auch ja, meine Person zu verteidigen. Ja, und ich darf mit jedem Recht reagieren, ja, eine Reaktion ausüben gegen Angriffe, gegen eben auch blinde Angriffe, was eben blinde Agierungen sind. Und das muss man eben auch unterscheiden, was ist falsch, was ist richtig und was unter einem anderen sind auch Agierungen und was sind Reaktionen. Ja. Und da muss man genau hingucken und auch verstehen, was falsch und richtig ist. Und das ist ein Teil mit auch der sozialen Bildung, was eben Kinder lernen müssen. Ja, teilweise, wenn man in Schulen guckt, ja, teilweise, ich sage nicht, dass es überall so ist, aber teilweise in Schulen, ja, da denkt man, die asozialen Kinder leben da ihre Asozialitäten aus und keiner schreitet ein. Ja. Und das betrifft dann auch wieder teilweise einen Anteil der ausländischen Bürger, die hier mit sind und ausländischen Kinder. Die dann zum Beispiel hier in Deutschland in Schulen sind und sagen, mit Deutschen wollen wir nichts zu tun haben, Deutschen sind scheiße und ankommen und sich über das Gesetz stellen und sagen, wir müssen mit Waffengewalt irgendwas machen oder müssen mit Drogen handeln oder etc. Wo eine völlige Verblödung herrscht. Anders kann ich es nicht sagen. Ja? Ich sage nicht, dass Deutsche das auch nicht tun, aber eben gerade auch, wenn Ausländer hier in Deutschland leben, ja, dann haben die nicht irgendwo eine blinde Machtdemonstration von einer Masse zu geben und hier gegen Deutsche anzugehen und haben auch nicht Illegales ja, zu vergeben oder auch zu verfolgen, indem sie Kriminalitäten ausleben und mit Waffengewalt oder eben mit Drogenmissbrauch hantieren ja, und das auch noch preisgeben. Genauso der Respekt gegenüber auch der Frauen muss hier gegeben sein in Deutschland. Na? Und da scheiße ich auf ihre Kultur, da bin ich ganz ehrlich. Ihre Kultur muss ich nicht annehmen als Deutscher. Sie kommen hierher. Die Türken kommen hierher, die Syrier kommen hierher, die Afrikaner kommen hierher, andere Menschen kommen hierher, ja, Inder etc. Und solange sie unsere Kultur akzeptieren und annehmen, ist alles gut. Sie können aber nicht verlangen, dass wenn sie hierher kommen, wir ihre Kultur zum Beispiel annehmen. Ja, das ist Bullshit. Genauso müssen Sie respektieren, dass wir hier eine Glaubensvielfalt haben. Und nicht Ihr Glaube über die anderen Glaubensausrichtungen, die wir hier haben, steht. Ja? Und wenn die das endlich begreifen und mal einen Schritt zurückfahren, vielleicht auch mal ihren scheiß Koran ändern, ja, dass nicht Ungläubige getötet werden müssen oder sonst was, oder gegen Ungläubige angegangen werden muss oder etc., dann haben wir vielleicht eine Basis, in der man menschlich mit Respekt und auch sozial miteinander umgehen kann. Ja. Ich meine, ist jetzt nicht gegen alle Moslem gerichtet, ja, aber eben zum Teil, die Moslem sind auch rechts und auch radikal, ja, und sind nichts anderes als wie deutsche Scheiß-Nazis, die auch eben rechts und radikal sind, ja. Und was ihr
da aufbaut und macht. Das endet nur da drin, dass es knallt. Ja, und das muss nicht sein. Wie gesagt, wir leben heute eigentlich in einer modernen Zeit, in der man davon ausgeht, dass genug Bildung und Verstand eigentlich da wäre. Ja, und ich kann es auch nur noch mal sagen, wir hatten schon vorher Probleme, bevor Merkel anfing, die Türen weit aufzureißen und hier alles Mögliche reinzulassen. Ich bin auch nicht dagegen, dass man Hilfestellung gibt, eben auch gerade im Kriegsgebiet, dass man eben auch gewisse Leute aufnimmt, die wirklich ganz direkt von der Kriegsauswirkung betroffen sind. Ja, dass man gewisse Flüchtlinge aufnimmt. Aber eben bin ich strikt dagegen, dass man alles aufnimmt und selbst die, die betroffen sind von Krieg und Leid, die müssten erstmal, bevor sie hier herkommen, zeigen, dass sie einen sozialen Verstand und auch ein soziales Bewusstsein haben, eben eine soziale Bildung verfolgen können, auch soziale Bildung ihrem Umfeld weitergeben können und auch der nächsten Generation, den Kindern. So steht es schon in unserem Gesetz, so ist es in unseren sozialen Richtlinien gegeben. Dafür haben wir unsere soziale Demokratie, für die ich auch einstehe. Und ich finde, auf das Soziale, auf das Menschliche, auf das Miteinander kann man eben auch stolz sein. Ja, man kann auch stolz sich dafür einsetzen, auch ehrenamtlich, so wie ich es auch tue. Ja, wo ein keiner für bezahlt oder keine Partei dahinter oder davor steht, die irgendwie einen Scheiß von sich gibt, ja, wie die Parteileute das heute alle zum Tage machen. Ja, wo es den Parteien nur um Geld geht wieder, ja, um sich selbst zu bereichern oder etc. Ja, da muss ich nichts irgendwo groß erzählen, das wissen die Leute teilweise selber. Ich meine, deshalb rennen sie jetzt alle zur AfD, was ich auch nicht richtig finde. Ich habe persönlich, aus meiner Sicht, ein Knackpunkt mit der AfD, da ist auch viel Rechtes drin, auch wenn sie das immer wieder bestreiten. Man sieht es an ganz vielen, ganz klaren sachlichen Fakten, dass sie immer wieder auch rechtes Gedankengut und rechtes Verhalten preisgeben. Ja, auch wenn sie es beschönigen. Somit ist für mich klar, ich werde mich dieser Massenhysterie nicht hingeben, dieser Blinden. Genauso werde ich nicht rosarote Brille aufsetzen und zu allen schweigen, sondern ich werde eben weiterhin auch in meinen Clips, auch hier, auch in meinen Tracks Probleme ansprechen, Probleme, die da sind, wie wir sie auch haben, dass eben teilweise auch, teilweise sage ich eben auch wieder bewusst, weil nicht alle Moslems sind radikal oder rechts eingestellt, sondern können sich auch eben unserer Kultur mit anpassen, was sie dann müssen, wenn sie hierher kommen und eben auch akzeptieren, was einige Moslems eben auch tun. Sie akzeptieren dann unsere Glaubensvielfalt und gehen nicht radikal oder rechts oder asozial gegen andere Glaubensrichtungen oder sogar selbst gegen die Deutschen vor, obwohl sie hier in Deutschland leben. Ja, und dann gibt es aber auch einen Teil, wie gesagt, den muss man auch sehen und den muss man auch ansprechen. Da gibt es rechte, radikale und asoziale Islamisten, Moslems, und die muss man hier rausschicken. Da bin ich ganz klar der Meinung, die haben hier in Deutschland nichts verloren, die respektieren nicht unsere Gesetze, die respektieren nicht unsere Kultur, die respektieren nicht unsere Vielfalt an Glauben, die wir hier haben untereinander. Die respektieren auch gar nicht das deutsche Volk und auch nicht, wie gesagt, unsere Richtlinien, die wir hier haben. Ja? Die respektieren gar nicht das soziale Miteinander, sondern agieren gegen das soziale Miteinander und das ist falsch. Ja? Und jede Reaktion dann gegen diese Agierung, gegen uns Deutsche, gegen andere Glaubensvielfalt, die wir hier haben, gegen unsere Kultur und etc. etc., gegen unsere Gesetze, gegen unsere Verfassung, sonst was. Jede Reaktion gegen diese Angriffe, gegen diese Agierungen ist gerechtfertigt. Genauso ist auch gerechtfertigt, sich gegen rechte Deutsche zu stellen, ja, ob das Nazis sind oder sie behaupten, sie seien keine Nazis, ja, obwohl sie im was weiß ich im an Bullshit geben mit wir sind das Volk, alle anderen haben keine Rechte, etc. Das ist Bullshit, ja. Solche Parolen kann ich auch nicht ab. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall weiter das Soziale verfolgen, das Menschliche, das Miteinander und da muss man eben auch als sozialer Mensch nicht nur Ja und Amen sagen oder sagen, ich halte linke und die rechte Wange hin oder eine rosarote Brille aufsetzen. Nein, sozial heißt auch Position zu beziehen,
eine Stellung zu haben und eben zu sagen auch, nein, das geht nicht. Ja, und das tue ich hier, auch wenn es viel stört oder viele Personen nicht gut finden und es aneckt, aber das ist nun mal die Wahrheit, ja, und die Wahrheit eckt nun mal an. Peace.